Wunderschönen guten Tag zu dieser kleinen Nerd-News und ich lege ganz schnell los, denn dieses Wochenende wird wirklich hektisch für mich. Als allererstes will ich mal darauf hinweisen, dass es bereits heute, also diesen Samstag, eine neue Demo gegen Artikel 13 hier in Berlin geben wird. Unten habe ich euch die Webseite verlinkt und ab 13 Uhr geht es los. Und wer noch ein bisschen mehr erfahren will, beziehungsweise es nicht nach Berlin schafft, ich werde die auf meinem Twitch-Kanal livestreamen, die Demo, in der Hoffnung, dass das Handy einigermaßen durchhält. Wenn ihr wollt oder in der Nähe seid, kommt doch gerne vorbei. Wie gesagt, 13 Uhr geht es los am Axel Springer Hochhaus. Wie ihr wisst, liebe ich ja die aktuellen Mini-Konsolen, das heißt SNES Mini, NES Mini und sogar die PlayStation Classic, wenn sie denn gut gehackt ist. Aber Sega geht einen komplett anderen Weg, denn dieses Jahr kommt ja noch das Sega Mega Drive Mini raus und hier fragt Sega explizit, welche Spiele ihr haben wollt. Im Grunde genommen geht es dabei um zwei verschiedene Serienteile. Einmal Sonic the Hedgehog 1 und 2, dann Puyo Puyo oder Puyo Puyo Su, also das heißt auch hier der erste oder zweite Teil, und dann Shining Force 1 oder 2. Also ich finde das ganz cool gemacht von Sega, kann man auf jeden Fall mal bringen und ihr könnt dann entscheiden. Unten findet ihr den Link in der Beschreibung. Activision Blizzard bereitet derzeit wohl Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered vor. Das geht jedenfalls aus einem aktuellen PEGI-Eintrag hervor. Und das ist nicht gerade verwunderlich, denn es kann durchaus sein, dass das diesjährige Call of Duty wieder ohne Singleplayer-Kampagne kommt. Da ist es Activision natürlich nur recht, wenn man eine Remastered-Version der Singleplayer-Kampagne von einem älteren Spiel beilegen kann. Aber auch schon vom ersten Teil, das Remaster, was übrigens diesen Monat kostenlos bei PlayStation Plus verfügbar ist, ist sehr gut gelungen. Und wer auf Shooter steht, kann sich das auf jeden Fall mal geben. Und wie gerade schon gesagt, PS Plus ist diesen Monat wieder top aktuell und da gibt es dieses Mal zwei Spiele, denn PlayStation 3 und PS Vita fallen ja ab diesem Monat weg. Und für die PlayStation 4 gibt es, wie gesagt, Call of Duty 1 Remastered im Wert von 39,99 € und dazu das grandiose Rätselspiel The Witness für 19,99 €. Gehen wir doch einfach mal rüber zur Xbox-Sparte, denn auch diesen Monat gibt es natürlich wieder Xbox Live Gold. Das heißt, die kostenlosen Spiele, die ihr erhaltet, wenn ihr Abonnent seid. Und hier ist es auf jeden Fall wieder ein schönes Paket geworden. Als erstes gibt es Adventure Time den gesamten März kostenlos. Dazu gibt es ab dem 16. März bis zum 15. April Plants vs. Zombie 2. Und wer ein bisschen mehr auf Klassik steht, der kann vom 1. bis zum 15. März Star Wars Republic Commando abgreifen. Und vom 15. bis 31. Metal Gear Rising. Aber die viel interessantere Xbox News diesen Monat ist, dass Microsoft jetzt State of Decay nativ auf einem PC gezeigt hat. Jetzt denkt man sich, naja gut, was ist daran so besonders? Das Besondere ist, dass dieses Spiel ohne Emulator einfach nativ auf einem PC läuft. Also das heißt, ein Xbox-Spiel läuft direkt auf einem PC. Also Microsoft geht auf jeden Fall mit den nächsten großen Schritten weiter voran, dass die Xbox nicht nur als Konsole, sondern als Service vermarktet wird und im Grunde genommen die Konsolenhardware ein, na sagen wir mal, kostengünstiger Ersatz für einen teuren PC ist. Wir können auf jeden Fall gespannt sein, was die nächsten Xbox kosten werden. Ich gehe wieder so zwischen 400 und 500 Euro aus. Und das ist immer noch wesentlich günstiger als ein aktueller PC. Wird natürlich auch von Microsoft so ein bisschen gegenfinanziert. Ermöglicht es aber in High-End-Grafik zu zocken, ohne dass man extrem viel Geld ausgeben muss. Aber auch für Nintendo gibt es natürlich wieder was Neues. Und letzte News haben wir ja darüber gesprochen, dass die drei Resident Evil Spiele Resident Evil Zero, Resident Evil Remastered und Resident Evil 4 für die Nintendo Switch kommen werden. Wie es mittlerweile feststeht, wird es wahrscheinlich für den japanischen Markt eine Variante geben, da es Resident Evil Zero bereits auf der Cartridge vorinstalliert und Resident Evil Remastered liegt per Download-Code bei. Andere physische Varianten wird es offensichtlich nicht geben. Man munkelt zwar über Nordamerika, aber das steht auch noch nicht ganz fest. Interessant sind allerdings die Downloadgrößen, warum es sein könnte, dass Capcom sich mal wieder so ein bisschen weigert, das Ganze auf der Cartridge zu bringen, denn diese liegen zwischen 12 und 14,4 GB. Das heißt, man bräuchte für jedes einzelne Spiel
eine 16 GB Cartridge. Wer jetzt natürlich gerne wissen will, was man dafür zahlen soll, der wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen negativ überrascht sein, denn die Spiele sind ja schon einiges an Jahre alt und tatsächlich zahlt man pro Titel 29,99 €. Das ist natürlich erstmal soweit okay für den Spielinhalt und den Spielumfang, den man pro Spiel bekommt. Wenn man das Alter der Spiele sieht, ist es allerdings auch schon ein bisschen, naja, sagen wir mal heftig. Denn die Resident Evil Collection auf der PlayStation 4 hat mich damals 39,90 € gekostet. Und da war Resident Evil Zero und Resident Evil Remastered direkt auf der Disc mit drauf. Das heißt, alle drei Spiele zusammen kosten zum Startzeitpunkt der Nintendo Switch-Version 90 €. Und das ist schon, sagen wir mal, ein anständiger Preis. Wer allerdings die Spiele noch nicht gespielt hat und die gerne mobil zocken will, der kann auf jeden Fall zuschlagen. Es sind Top-Games, ähnlich wie Resident Evil 2 Remastered, bloß halt noch mit festen Kameraperspektiven. Aber das Spielprinzip ist im Grunde genommen sehr ähnlich. Aber es könnte durchaus noch eine weitere Spieleserie von Capcom demnächst auf den Nintendo Switch kommen. Denn der Director und der Producer von Devil May Cry 5 wünschen sich gerne die Spiele der Devil May Cry Serie auf den Nintendo Switch. Und wir sagen es mal so, wie es ist. Capcom remastert momentan sehr viel und unwahrscheinlich ist es nicht. Ob der fünfte Teil dann auch auf die Nintendo Switch kommt, steht damit natürlich noch nicht fest. Denn man wünscht sich ja für so einen Slasher schon gerne mal 60 Frames und ob das die Switch am Ende packt, sei mal dahingestellt. Ich weiß, es ist schon ein bisschen her, aber ich hatte auch ein bisschen zu tun die letzten Tage. Es gab natürlich die Pokémon Direct vor ein paar Tagen und die war, ja, sagen wir mal, durchaus interessant. Während ich da völlig begeistert gesessen habe und habe gesagt, oh, das ist ja voll Open World und so, haben sich einige Leute jetzt eingeschaltet, unter anderem Domi und der gute liebe Tim, also der gute Laune-Typ. Die haben gesagt, naja, so open-worldig, wie es erst aussah, ist es gar nicht. Das scheint schon wieder ziemlich linear zu werden. Ansonsten sah das Spiel ganz schön interessant aus. Es wurden die drei Starter-Pokémon bekannt gegeben. Und wer sich das Ganze nochmal mit meinen falschen, eventuell falschen Eindrücken geben will, unten ist der Link zur Live-Reaction. Oder er guckt sich nochmal direkt die Nintendo Direct an. Ich fand es ganz okay, so wie es aussah. Aber vielleicht will uns Nintendo ja auch so ein bisschen an der Nase rumführen. Das war schon sehr eng geschnitten alles und ich glaube, da hat man bei weitem noch nicht alles gesehen. Abgesehen mal davon, dass man die Pokémon der neuen Generation nur in einem Render-Trailer gesehen hat. Das heißt, offensichtlich versucht Nintendo noch einiges von uns fernzuhalten. Außerdem hat man in der Direct auch definitiv gesagt, man versucht viele neue Sachen mit dem Pokémon-Franchise und hofft, dass die Leute gut darauf abgehen werden. Können wir auf jeden Fall gespannt sein. Und noch ein kleines spezielles Anliegen. Gerade über die Pokémon Direct habe ich mit Tim ausführlich gesprochen. Und zwar in der neuesten Ausgabe des Podcasts Gespräche vor der Nerdwand. Momentan noch für die Premium-Abonnenten schalte ich diese Ausgabe ausnahmsweise am Montag für alle frei, damit ihr mal in unser Premium-Abonnent reinhören könnt. Und vielleicht mag ja der ein oder andere auch ein Abonnement abschließen. Unten findet ihr sämtliche Links zum Podcast, zu Instagram, zu Twitter. Folgt mir da, wenn ihr noch weitere Informationen haben wollt. Und wie gesagt, morgen die Demo dann auf Twitch. So, das war es mit der aktuellen Nerd News. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch bitte den Daumen nach oben da. Schaut mal unten in die Beschreibung, was es dann noch so alles zu entdecken gibt. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zur nächsten News. Ciao. Und das ist nicht gerade verwunderlich, denn... Und das ist gerade... Und wer auf Shooter spielt, kann sie... Dazu kommt... Dazu gibt es ab den 16. März bis zum 15. April Plants vs. Zombie 2 God. Und wer ein bisschen mehr auf Classic steht, der kann vom 16. Nee, oder? Star Wars Republic Kommando. Aber die noch viel interessantere Xbox News diesen Monat ist, dass Microsoft jetzt offiziell geteilt. Wie es jetzt mittlerweile feststeht, wird es wohl wahrscheinlich. Denn der Producer und der. Auch gab es natürlich. Haben sich einige Leute mittlerweile eingeschaltet und an. Und. Haben sich einige Leute. Damit ihr mal in unser Premium-Abonnent reinhören könnt.
Thank you.